Hey Leute, willkommen zurück zu Washington DC in Fallout, nein, zu Wolfenstein, The New Colossus. Ja, wir sind gerade in Manhattan und man könnte nicht glauben, dass das wirklich Manhattan ist, weil hier sieht's aus, mein Gott, es sieht total abgewrackt aus. Und das ist es ja auch. Ich meine, wir haben es vorhin gehört, hier wurden echt über 3 Millionen Menschen einfach mal weggebombt. Während der Übernahme des Regimes. Es ist unglaublich traurig. Naja, ich habe jetzt ganz schnell mal die Kommandanten hier weggeräumt und jetzt können wir uns in Ruhe vielleicht nochmal hier umsehen. Ohne Gefahr zu laufen, hier Großalarm auszulösen, dass wir wieder überrannt werden von irgendwelchen Regime-Fuzzis. Wo kann ich hier rüber? Das ist ja interessant. Sind die überhaupt noch Typen oder habe ich jetzt alle erledigt? Ich meine, wenn die Generäle oder die Kommandanten, ich sage immer General, ne? Wenn die Kommandanten tot sind, dann kommt halt nur keine Verstärkung mehr, aber die Truppen, die schon hier sind... Ah, die ergreifen nicht einfach so die Flucht, ne? Schreit er nicht so. Das war ein Kopftreffer und er schreit halt einfach wie am Spieß. Okay, oben war ich noch gar nicht. Wie so ein Schweinchen. Wie so ein Schweinchen quiekt er jetzt einfach mal. Noch was? Komm, scheißegal. Ich kann jetzt auch einfach hier rumrennen und alles abknallen, was mir in den Weg kommt, so, ne? So zack, zack. Mach ich jetzt auch. Hey, ist hier noch was? Hallo? Jungs? Oh, da ist noch einiges. Guck mal, da. Zum Glück habe ich die... Oh, es gibt eine Konsole. Ich habe eben automatisch aus Versehen. Ja, automatisch, natürlich. Drücke ich immer. Ja, aus Versehen Zirkumflex, weil ich mache immer alles auf Tab, wisst ihr? Ich bin so ein Tab-Kind. Kennt ihr das? Immer alles auf Tab. Karte, Inventar lege ich immer alles auf Tab. Aber es gibt eine Konsole. Also gibt es auch Cheats. Weiß nicht. Ob ich das jetzt gut finde, ich glaube eher nicht so. Was ist das denn? An dem Auto. Ah, gab mal eine Karte. Eine Star-Karte von Benjamin Wilson. Was für ein hübscher Kerl. Ich bin in love so ziemlich. Ja, nicht, nein. Okay. Es sind noch 3 Sachen. Auf unserer Ebene. Hm. Dass die überhaupt noch rumpatrouillieren, bin ich jetzt hier. Da vorne geht es wohl weiter. Wir gehen nochmal, wie gesagt, ins Gebäude. Manhattan ist doch schon längst, ne? Ist ja schon lange. Und trotzdem sind noch die Typen hier. Was haben wir denn? Leserbrief. Holt unsere Truppen nach Hause. Wir müssen alle Kriegseinsätze in Übersee beenden und eine Art Friedensabkommen mit dem Regime schließen. Die pessimistische Sicht der amerikanischen Bevölkerung auf diesen Krieg lässt sich nicht leugnen und muss von unseren Anführern anerkannt werden. Sie sollen sich dafür einsetzen, unsere Jungs wieder an die Küsten, zurück an die Küsten Amerikas zu holen. Lasst uns aufhören, von dem Sieg zu träumen oder von einem Sieg zu träumen und stattdessen darauf blicken, wie viele Tote ein Sieg kosten würde und wie viele der Krieg bereits gefordert hat. Diese Kriegsanstrengungen sind es nicht wert. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil es ist gerade etwas laut. So. Ja, lasst uns den Krieg beenden, solange es noch geht. Holt unsere Truppen nach Hause. Stanley Hopkins, New York. 17. Oktober 1948. Ja, das war mal kurz vor der Bombardierung, ne? Schätze ich jetzt einfach mal. Ich habe es nicht genau mitbekommen. Vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört. Ja, wer legt denn seine Waffen einfach so in den Weg hier? Das ist ja mal faul. Ah, wie gut ist hier? Also, ja, ich weiß. Es ist ein zerfallenes Haus und es ist eigentlich nicht gut. Es sieht nicht gut aus. Es sieht einfach nur sehr atmosphärisch aus. Das passt. Sieht verdammt atmosphärisch aus. Ich würde hier nicht einfach so rumlaufen. Ich meine, das ist alles dermaßen einsturzgefährdet. Okay. Und ich hätte gerne eine Taschenlampe, merke ich. Mal wieder. Hey, Concept Art. Ach du Elend. Sieht nicht gut aus, ne? Manhattan kennt man vielleicht anders. So, und hier in dem Räumchen. Wo ist denn das? Wie komme ich da hin? Hier irgendwo rein, hä? Ach ja. Habe ich nicht eine Taschenlampe oder sowas? Das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier blind... So, was haben wir? Henrys Postkarte, 11. Dezember 1948. Gute Neuigkeiten, Schatz. Das Ratskomitee der Stadt New York hat endlich unserem Listenpreis für Glühbirnen zugestimmt. Sie haben uns ziemlich beschimpft, weil es keinen Preisnachlass gibt. Aber hey, jeder muss eben seinen Lebensunterhalt bestreiten, egal ob Krieg ist oder nicht. Heute Morgen hat mich ein widerlicher Typ angerempelt, sodass ich meinen Kaffee über meinen neuen Anzug verschüttet habe.
Ich musste ihn in die Trockenreinigung bringen und deshalb ein paar meiner Besprechungen am nächsten Montag verschieben. Auf den nächsten Montag, so. Ich nehme dann den Zug die Woche darauf. Aber keine Bange, Schatz. Ich glaube, dass ich bis Weihnachten zu Hause sein werde. Du weißt doch, wie sehr ich mich darauf freue, das besondere Geschenk zu öffnen, das du für mich hast. In Liebe, Henry, ein Hoch auf die Stromausfälle. Unsere Glühbirnen werden noch länger überdauern. Auf der Postkarte befindet sich keine Briefmarke. Warum ist das immer vermerkt? Das hat man schon mal bei einer Postkarte, dass das da drauf stand. Von Juna, glaube ich, an Caroline war auch keine Briefmarke drauf. Die sehen irgendwie seltsam aus, diese Kerzenleuchter. Weiß nicht, die sehen irgendwie so ganz komisch aus. Was sind das eigentlich für Alarmstationen? Ach, das ist der Alarm? Nee, doch. Okay. Ich habe es noch nie gehört oder die haben es noch nie geschafft, den auszulösen. Ist aber auch ganz gut so, wenn sie das nicht schaffen. So, Kinder. Da sind bestimmt noch welche. Aber ich habe noch Zeug. Ich habe noch... Oh. Ein Verbesserungskit. Die liegen halt einfach mal so rum. Hm, das brauche ich jetzt weniger. Scharfschützenzielfernrohr. Panzerbrechend. Oder die Maschinenpistole, das Nagelgewehr. Finde ich halt auch ziemlich praktisch. Ein Dieselkraftwerk. Entzünde den Diesel, sobald er den Lauf verlässt. Was heißt das? Habe ich dann jetzt so eine Art Flammenwerfer oder wie? Schwer zu sagen, ne? Die benutze ich auch so selten. Ich bin halt so ein... Ich bin jetzt nicht so ein Panzer... hier so ein Granatenfreund. Wir nehmen das Panzerbrechende, oder? Ja, es wird bestimmt nochmal nützlich sein, glaube ich. Ja, komm. Das wird nochmal nützlich sein. Vertraut mir. Gerade gegen große Mechs, da bin ich ja oftmals ein bisschen machtloser. Weil das aussieht, man. Ich hätte echt so ein bisschen Angst rumzulaufen. Das kann halt wirklich jederzeit einstürzen. Und sei mal in so einem alten Haus begraben. Wenn man sich da noch so eine Asbestose beiholt, dann hat man vielleicht noch Glück. Im Gegensatz zu dem, was alles passieren kann. Oder vielleicht auch wird. Haben wir da noch was? Ist halt noch alles unentdeckt und da wird bestimmt noch was sein, wenn ich rübergehe. Dann. Ich finde es halt jedes Mal auch lustig, dass man die Rüstung einfach aufsammeln kann. Als würde sich die gerade so drüber ziehen, weißt du? Und die schießen die halt komplett einfach mal weg. nein! Oh Mann. War mal ein Versuch wert. So, komm jetzt hier. Keine Faxen mehr. Kann nicht alles gewesen sein. Das war jetzt so ein kleines Grüppchen. Oh. Ist das? Ja, doch hier was. Oha. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn gleich irgendwelche Raider kommen und Kronkorken von mir verlangen. Panzer war nach der Bombe einer der ersten in Manhattan. Unglaublich. Wäre ich doch dabei gewesen. Unglaublich, ja. Alles war noch heiß von der Explosion. Ich öffnete die Luke und trotzte dem atomaren Wind wie General Kamm der Blut heiß und Wüste besonders. Ich kann es mir bildhaft vorstellen. Obwohl Kommandant Deger mich danach anschrieb. Der Niederschlag ist in unseren Panzer gerichtet. Was weiß der schon von wahrer Heldenhaftigkeit? Ganz genau. Es war nur etwas schwierig, eine ehrfürchtige Pose aufrechtzuerhalten. Weil wir andauernd ausgeschert sind, um Leute zu überfahren, die mit Strahlenkrankheit durch die Straßen kommen. Ein Akt der Gnade, wirklich. Nicht ganz. Da lief nur eine Wette unter Panzerfahrern. Dumme Kobianer. Oh. Tja. Oh, die Drohne gefällt mir nicht da draußen. Das war das, was war... Oh! Sammelbares. Okay, das sind halt Artworks, wenn ich die... Ich habe ja schon mal einen Goldbarren gefunden. Habe ich jetzt auch wieder hier die Karte? Ja. Aber ich glaube, wir finden die jetzt nicht, also die Schätze, die finden wir nicht auf der Karte. Die Goldschätze, die sind halt wirklich dann versteckt noch. Einfach überall ihre Waffen liegen lassen. Ich könnte wetten, den sehe ich auch von hier aus nicht.
Oh, bleib weg. Ha! Was, was, was? Oh nein, die hat mich doch gesehen, oder? Scheiße. Ich weiß nicht, wo sie ist. Da. Wow. Die sehen mich echt schnell. Und da ist noch eine. Was zum... Viele sind hinter dir, bitte. Ich sehe den Typ nicht. Egal was, ich werde die jetzt nicht erwischen im Stealth, oder? Die wird mich auf jeden Fall... Oh shit. Okay, okay, okay. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Hat wohl auch keiner, wie es aussieht. Krass. Also das war jetzt echt mehr als... Mehr Glück als Random Number Generator. Nein, nein, nein. Ach, schön. Bam. Mann. Oh, Concept Art. Ja, das ist die Drohne. Die ist super. Hört der Alarm auch irgendwann auf, oder? Das ist eher unwahrscheinlich, ja? Ich habe echt keine Ahnung, wo der sein könnte, der Vogel. Nö, nicht weitersuchen, bitte. Nein, ruhig. Ist der Kerl hin? Oh, Kacke. Die Granate geworfen. Ihr braucht ihr gar nicht. Ihr braucht einen Scheiß. Da ist er ja. Oh, shit, 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 shit. Was willst du? Ich werfe eine Granate. Mach ich nicht nach. Oh! Oh, Kacke. Oh, lauf doch. Oh, das ist Matsch. Sehr gut. Bam. Oh, das bringt gar nichts. Okay. Okay. Ich dachte, ich bin mal cool und mach mal diesen Stampfer. Aber der Stampfer bringt leider gar nichts. Zumindest nicht. Ja, zumindest nicht so. Zumindest nicht so. Okay. Ach, bitte peng. Ja, genau.
Oh Mann. Nicht so schreien. Wer lebt denn da alles noch? Ich schmeiß mal. Oh, wieso ein paar Granaten? Ja, war auch nichts, ne? Ach, heul noch nicht so rum hier. Ja, ne? Jetzt vorbei. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Da kommen doch noch welche, oder? Vorhin kam auch noch ein richtiger ganzer Trupp hier als Verstärkung. Oder war das der Trupp schon? Ah, guck mal hier. Ein Versteck, hä? Hier noch was? Das ist die Enigma-Karte. Boah, das ist halt noch das ganze Gebäude hier, was ich noch durchsuchen möchte. Was war da? Kommen die jetzt sowieso, wenn der Typ aus dem Boden hüpft? Das fand ich ziemlich uncool. Das muss nicht sein. Oh! Ach, da oben! Und wer nicht stirbt. Hund! Dreckiger Hund, du! Der, du hast meine... Ja, weiß nicht. So. Kriegsanstrengungen auf der Kippe. Seitdem das Weiße Haus die Veröffentlichung der Zahl der Gefallenen auf den Kriegsschauplätzen in Europa eingestellt hat, berichten Quellen, dass sich die Kriegsanstrengungen weitaus ungünstiger entwickeln, als Washington zugeben möchte. Als sie um Stellungnahme baten, blieb die Regierung besorgniserregend stumm. Berichten aus Europa, Afrika und Asien zufolge verfügt der Feind über einen enormen technologischen Vorteil, sodass die US-Truppen deutlich unterlegen sind. Einer Quelle aus dem Pentagon nach sei der Krieg nicht zu gewinnen und der Präsident erwäge entweder die Truppenstärke zu verdoppeln oder sich zurückzuziehen. Da der Konflikt mittlerweile die gesamte Welt umfasst, stellt sich die Frage, ob es nicht schon zu spät für einen Rückzug ist. Ich glaube, letzteres war wohl damals auch schon der Fall, ja? Ja, ja. Sonst wäre es ja nicht... Oh, das ist ja nicht so weit gekommen, wie jetzt halt... Ja, das Ergebnis sehen wir ja übrigens, ne? Das wollte ich damit sagen. Oh. Ach. Wie man es halt einfach nicht sieht, sondern nur so zufällig drüber stolpert. Also ich sowieso nicht, ne? Ich sehe sowas ja eh nicht. Was? Ganz kurz, da wäre was. Aber wie gesagt, ohne Taschenlampe ist ja echt ein bisschen mau manchmal. Oh. Ich habe eine Axt. Sehr gut. Ja, das ist halt das Problem. Man sieht halt einfach nicht, ob hier noch was ist. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles, oder? Da drüben war ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch geradezu prädestiniert dafür, dass hier noch was ist. Muss richtig Spaß machen, sowas zu designen, glaube ich. Aber es ist von einer Heidenarbeit. Was? Glasgow? Ich wollte nicht. Ja. Kann ich das irgendwie auch noch... Kann ich da nicht noch den... Okay, ich kann nicht die Stockwerke durchschalten, offensichtlich, ja? Naja. So, wie gut, dass ich für dich panzerbrechend habe. Kann ich das noch umschalten, oder? Was hast du denn eben? Nein, nein, nein. Warte mal. Eben hat er was umgeschaltet. Ich darf Einzel- und Mehrfachschuss? Nee, auch nicht. Ach, Mann. So, komm. Ich weiß, dass du noch... Was? Ja. Oh, nö. Ballwurf Kills. War gut. Einfach mal so Tomahawk-Beile. Ich könnte mit den Dingern überhaupt nicht treffen, nur mal so.
Na komm. Ist ja gar nichts mehr drin. Das ist die U-Bahn. Ist das der Zugang, ja? Oh, Granaten. Sehr gut. Ja, einfach mal alles hier rumliegen lassen. So ganz sorglos. Kinder. Ihr müsst doch wissen, dass so ein Blasko herkommt und euch dann kalt macht. Alles für mich. Wir haben die ganze Zeit Angst vor Terror, Billy. Und dann kommt er und dann sind sie überhaupt nicht vorbereitet. Ihr seid ja selber schuld. Das sieht schon Hammer aus, einfach. Was denn hier? Ist überall richtig oder eins davon richtig und das andere ist tot? So wie der Zonk, weißt du? Sprichst du überall rein, alles tot, außer einer. Das sieht irgendwie... irgendwie sieht es voll klobig aus und gleichzeitig so ein bisschen wie Space Marine. Oh nein. Ja, da springe ich nicht rein. Nee, erstmal nicht. Was denn hier noch? Aber bin ich richtig. Also auch richtig, aber da runterspringen muss jetzt nicht. Ich überlege gerade, wenn die alle so eine Rüstung von den Dati Shoot hätten, wie jetzt Blasko, dann wäre echt. Dann wäre echt die Kacke am Dampfen. Die muss man doch irgendwie nachstellen können, die Teile. Oh. Echt da rüber? Ah. Die Wall Street Station. Langer Weg zum State Building. Carolina. Erleuchten Sie mir den Weg? Wow, sind das böse Hundis? Mag keine Hunde töten jetzt einfach so, aber die scheinen böse zu sein, oder? Oh. Alter. Oh nein, böse Hunde. Alter. Einfach mal so Panzerhunde. Gepanzerte Viecher. Dass sie die noch einsetzen hier beim Regime, finde ich ganz schön assi, ehrlich gesagt. Sie null. Oh nein, ich habe keine Taschenlampe. Die armen Hunde. Die sind zum Töten abgerichtet. Und ich leider auch, ja. Der Schwächste fliegt. Nicht so schwer für mich wäre mit dem Teil. Ich meine, er hat die Rüstung an. Ist doch Hammer, die Rüstung. Naja. Verbindung von Albuquerque-Morden zu nationaler Sicherheit. New York, 12. Dezember 1948. Die mysteriösen Albuquerque-Morde an neun hiesigen Professoren im Oktober wurden von Staatsbehörden als das Werk eines vormals zum Militär zugehörigen psychotischen Studenten beschrieben. Eine Quelle mit Kontakten zur Untersuchung verriet dem US-Inquirer allerdings, dass die ermordeten Forscher in einer geheimen Militäreinrichtung Los Alamos an dem sogenannten Projekt Fliegenpilz arbeiteten. Wir haben die Polizeibehörde von Albuquerque um eine Stellungnahme gebeten, dies wurde jedoch abgelehnt. Was das Projekt Fliegenpilz auch sein mag, wir glauben nicht, dass es etwas mit Straßenplanung in New York zu tun hat. Ja, Fliegenpilz, das, also Pilz, ne? Ihr wisst schon, Atompilz, ich weiß schon nicht. Atombomben eventuell. Das ist dicht. Ich sag ja, es hat so ein bisschen so einen gewissen Fallout-Flair gerade. Na? Oh, das hat bestimmt jetzt für Aufsehen. Ja. Boah, ich sehe so wenig, wenn ich das Teil vor mich halte. Na? Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht's wieder. Guck mal, das ändert sofort ein bisschen den Kontrast, wenn ich das... Oh, das war was. Gold. Ah, das ist eins von diesen klobigen Teilen da. Ich find's lustig. Was für komische Fahrzeuge die haben. Ich
fährt immer was hinter mir auf einmal. Ekelhaft. Na gut. Leute, aber ich mach mal Schluss hier. Ja, reicht ja, ne? Reicht. Ich danke euch fürs Zusehen. Es wäre echt cool, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und einen Kommentar schreibt. Denn dann geht's auch sehr bald schon weiter mit Wolfenstein: The New Colossus. Danke, bis zum nächsten Mal.